Hallo und herzlich willkommen zum Dulli TV Adventskalender. Und was wir hier haben, sind fucking Adventskalender. Ist das nicht geil? Wir haben uns nämlich gedacht, wir machen quasi ein Unboxing und eine Challenge gleichzeitig. Denn jeder kriegt jetzt einen Adventskalender und der wird aufgemacht. Und wer den am schnellsten gegessen hat, der hat gewonnen. Das Wichtige dabei ist aber, dass wir die nicht einfach nur aufmachen, sondern nach der Reihenfolge. Also müssen 1, 2, 3, also müssen wirklich komplett das 24 durch. Dann muss der gegessen werden. Also es dürfen nicht alle aufgemacht werden und dann essen, sondern es muss quasi aufessen, aufessen. Richtig. Okay? Also ein realer Adventskalender. Quasi ist das hier der Adventskalender im Adventskalender. Genau. Aber wir machen den vorher noch auf, oder? Das wäre jetzt auch schon Teil für mich. Also der ist hier noch, ich weiß nicht, ob ich sehen kann, der ist so leicht verschweißt hier. Und ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe es jetzt schon verkackt. Ich wollte unbedingt Star Wars haben, aber ich glaube, das ist der schlechteste, den ich nehmen konnte. Weil ich weiß nicht, ob man es hören kann. Also, guck mal zum Vergleich. Ich glaube, dass ich werde hinter nur wenigen Türen überhaupt etwas finden und hinter einer alles wahrscheinlich. Ja, ich glaube, Hello Kitty macht hier das Rennen. Was ist da eigentlich die Regel? Ja, wenn ich hinter was nicht finde, dann darf ich weitermachen. Dann musst du zum zweiten Türchen. Okay, gut. Aber trotzdem musst du nachher alles gegessen haben. Schön, weil ich egal, wir machen das jetzt. Auch wenn die Startbedingungen nicht ganz ideal sind, ziehen wir es jetzt durch. Man darf schon deine Hand, darfst du schon so ansetzen. Da werde ich das größte Problem mit haben. Okay. Wer als erstes alles aufgegessen hat? Ja. 3, 2, 1, los! Hast du schon geguckt, wo die 1 ist? Absolut nicht. Ich krieg diese Pfanne. Geil, die 1 ist direkt oben links und es ist nichts drin. Das fällt immer noch nicht auf. 2. Nice. Wie viel sind da raus? Nur 2. Oh, einer. 3. Guck mal oben, das ist nicht. Mittlerweile müsste ich doch wissen, wo die Sachen sind. Scheiße, also, schon fangen wir auf. 7. Boah, guck mal. Wie viele hinter einem sind. Oh, 14. Was, bist du schon mit der 14? Mhm. Oh, guck mal, ich hab in der 15 sind 3. Mann! Ich krieg die 11 nicht raus. Guck mal, wie viele sind das? Was schon? Meine sind alle leer. Hast du schon welche? Kannst du welche abgeben? Nein, meine 15 ist nach innen offen. Ich krieg sie nicht. Wer ist bei der 20? Wer ist bei der 16? 21? Wie viele Türken hat so ein Adventskalender? 12, glaube ich. Okay, 24. Wie viel hast du noch zu essen? Da sind die 18 nicht. Mach das komplett, aber darf ich ihn auffressen? Wer hast du noch drin? Ich weiß nicht. Jetzt kommen die alle raus, die besseren Automaten. Gewonnen. Endlich gewonnen. Ganz knapp, ey. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass der Star Wars Kalender den Sieg macht. Also ich hatte hier wirklich unter eigenem einfach mal 6, 7 Stück versteckt. Hast du jemals schon mal einen Adventskalender von innen gesehen? Guck mal, ich habe richtige Star Wars Motive. Oh, wow, die hätte man ja auch vorher. Krass, ne? Cool, ich hätte mir dann echt mal gern angeguckt. Warte, ich leg den jetzt da. Ich hasse diese S-Challenge. Weil du verloren hast. Ja, auch. Ja, geil. Aber man muss sagen, wir hatten 24 Stücke Schokolade. Wir hatten stimmt. Wie viele Kalorien waren das? Warte mal, schnell auf kurz. Mal hochrechnen. 100 Gramm, 521. Das sind 75, das kann ich nicht ausrechnen. Wie viel hast du? 521? Ja. Warum habe ich denn 532? Warum bin ich jetzt fetter als vorher? Was ist das denn für ein Scheiß? Das ist die gleiche Schokolade. Wahrscheinlich habe ich einfach mehr gehabt. Oder die Macht war einfach mit mir. So viel dazu, das war der Adventskalender, die Adventskalender S und Dings Challenge. Vielen Dank fürs Zusehen. Danke Daniel fürs Verlieren. Immer wieder gerne. Schalte auch nächstes Mal wieder ein. Das heißt, Dulli TV macht Sachen. Und zwar morgen, denn dann kommt auch nur noch einer. Das ist vorletzte, oder? Ja. Und dann ist auch schon Weihnachten. Ist das nicht geil? Ging schnell rum. Echt doch. Naja.
Bis morgen. Danke. Jingle bell.